Ich habe scherzhaft während den Proben gesagt, ich habe eine Choreografin und einen Choreografen neben mir sitzen. Die Choreografin hieß Corinna Virus und der männliche Kollege hieß Sichi Abstand. Und die haben mir sozusagen immer die Hand auf die Schulter gelegt, wenn ich sie nicht berücksichtigt habe. Ich habe aber von Anfang an den Ansatz gehabt, dass ich wollte stilistisch in eine Richtung gehen, dass man diese Vorgabe berücksichtigt, aber nicht sie als eine Behinderung begreift. Also es sind schon zwei sehr aufeinanderprallende Kosmen, die da zu sehen sind. Aber das ist ja vielleicht wirklich das Interessante. Also der Kosmos von Mozart ist immer in sich schon eine ganze Welt. Und der Kosmos von Rossini, so wie Tilo Nest das macht, ist den Ball weit in die Luft geschleudert und zu gucken, was dann auf der Erde runterfällt. Charaktere zu beobachten, wie die durchs Leben kommen, wie die auch durch Extremsituationen von gesellschaftlichen Umschichtungen kommen, wie die versuchen, ihre Lebensmodelle, ihre Liebesmodelle trotzdem da irgendwie durchzubringen. Das ist natürlich im Moment sehr, sehr aktuell. Also, dass wir ja alle auch als Individuen aufgefordert sind, unsere Individualität nicht zu verlieren und eigentlich auch unsere Lebensziele nicht hinten anzustecken, nur weil wir jetzt große gesellschaftliche Probleme haben. Ich glaube, mal mit aller Vorsicht sagen zu können, dass wir uns als Regisseure doch deutlich unterscheiden. Und Uwe sagte in den Vorgesprächen zwei Stichworte, die ich mir gut gemerkt habe. Apropos Figaro, das Wort Ordnung, und apropos Barbier, das Wort Anarchie. Also ich weiß nicht, dass man, wenn man sich den Figaro anguckt, sieht man vielleicht auch ein Stück Welt, das man verliert, wenn Corona die Oberhand behalten würde. Vielleicht sieht man aber auch am Figaro, dass Corona in der Menschheitsgeschichte niemals die Oberhand behalten wird.